Seid gegrüßt, die Abenteurer, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. In dieser Aufnahmesession haben wir zwei Dinge vor. Einmal wollen wir die Seele von dieser komischen Aschenbraut, von dieser Aschenputtel vervollkommnen. Und dazu fehlt uns noch, glaube ich, ein Fragment. Und das ist der Fragment, oder das Fragment, das hier vorne auf uns wartet. Den Schmelzerkeil haben wir in den Erinnerungen des alten Eisenkönigs bekommen. Und wir können jetzt mal versuchen, ob wir die Invasion dieser Finstergeister verhindern können, indem wir den Schmelzerkeil hier benutzen. Es könnte funktionieren. Und wir bekommen einen... Das klang ein kleines bisschen gruselig, muss ich jetzt ehrlich mal zugeben. Nadalia gibt es nicht mehr. Wahre Seele von Nadalia erhalten. Da ist sie. Und sie sieht genauso aus wie die Seele der Untergangskönigin Elana. Wahrscheinlich ist das ein und dieselbe Rasse, so nenne ich das jetzt mal. Würde ich zumindest aufgrund der Ähnlichkeit dieser Seelen vermuten. Ja, im Prinzip können wir jetzt auch schon wieder von hier verschwinden. Das ist nämlich all das, was wir hier machen wollten. Wir werden zum letzten Leuchtfeuer zurückkehren und können uns nun zum Eisenkorridor begeben, denn wir wollen den Schmelzerdämon vernichten. Ich weiß nicht, ob ich das in dieser Aufnahmesession schaffe oder überhaupt schaffe, denn der Schmelzerdämon, dieser modifizierte Schmelzerdämon, wie man ihn nennen könnte, hat eine enorme Magieabwehr. Und das macht es uns natürlich als Magier besonders schwer, ihm Schaden zuzufügen. Das könnte sehr schwierig werden. Ich bin mir noch nicht sicher, welche Strategie ich da fahren werde. Ich habe hier im Eisenkorridor auch einiges erledigt. Respawn-technische Dinge, könnte man sagen. Ich habe dafür gesorgt, dass wir unbehelligt, zumindest fast unbehelligt, durch diesen Abschnitt kommen können, indem wir nur den Feuerbällen ausweichen. Leichter gesagt als getan. Klappt zumindest einigermaßen. Dann können wir nämlich hier hinten lang rennen. Dann gab es hier noch eine zweite Passage mit Feuerbällen. Auch hier habe ich den Respawn gekillt. Da sind ja jedes Mal diese komischen Skelettsoldaten rausgekommen. Schätze, der Respawn ist hier nicht die einzige Schwierigkeit. Gut, das Ganze nochmal. Ich kann euch sagen, dass ich vor dieser Aufnahme ungefähr ein Dutzend Mal durch diese Stelle gerannt bin und kein einziges Mal gestorben bin. Umso unfassbarer, muss ich sagen, ist das, was gerade hier zu dieser Stunde um 1.32 Uhr passiert. Man könnte von einem Komplott sprechen. Nein. Kompost. Nein. Was war es noch? Kompott. Wie sagte der Opa aus The Whispered World, es muss sich um einen Kompott handeln. Okay, jetzt geht's. Ich habe zwar 5000 Seelen verloren, das ist aber nicht weiter schlimm. Denn ich habe bei dem Farmen hier, also bei dem Killen des Respawns, glaube ich, alleine irgendwie 70.000 Seelen dazu verdient. Von daher steht es jetzt nicht unbedingt so schlecht um mich, was das angeht. Ja. Manchmal ist es irgendwie ganz leicht und manchmal auch nicht. Ich muss jetzt hier runter, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Natürlich ist es hier jetzt in diesem Fall sinnvoll, eine Menschlichkeit zu verzehren, damit wir nicht ganz ausgezehrt bei dem Schmelzerdämon ankommen. Ist natürlich, wie gesagt, die Frage. Mit Magie auf ihn loszugehen, ist vielleicht nicht sonderlich klug. Ich bin mir da auch noch nicht ganz sicher. Wir probieren es einfach mal. Ja, wir sind schneller als der. Okay, okay, okay.
macht halt auch nicht besonders viel Schaden, muss man sagen hier. Unser Feuerschwert. Oh, der macht doch so eine Schockwelle, oder? Ja. Okay, ich trinke nochmal was. Ich muss mir erstmal wieder sein Angriffsmuster in Erinnerung rufen. Kam da noch ein Schlag? Okay, da kam noch ein Schlag. Oh, das war klar, dass er jetzt durchdreht. In dieser Phase dürfte er mir schon Schaden verursachen, ja. Das Problem ist auch, dass ich nicht genau weiß. Da müssen wir schnell weg. Welche Art von Schaden das ist? Ist das jetzt Feuerschaden oder ist das Magieschaden? Ich vermute, es ist Magieschaden, den er uns dazu fügt. Und das bedeutet, dass wir mit ein paar Gegenständen unseren Widerstand gegen Magie so sehr verstärken könnten, dass uns das vielleicht nicht mehr tangiert. Das ist natürlich blöd. Das ist ziemlich blöd, weil seine Reichweite jetzt enorm ist. Und wir, glaube ich, fast immer getroffen werden. Hochspringen ist auch blöd, mein Freund. Okay. Da erreicht mich die Schockwelle nicht. Aber ich muss noch ein besseres Gefühl dafür kriegen, wann ich zuschlagen kann und wann nicht. Aber gut, das ist jetzt der erste Versuch wieder seit langem. Was den Schmelzer-Dämon angeht. Von daher ist es okay. Was? Der Typ kann springen? Ist das fair? In welcher Welt leben wir, dass ein Fettsack und Muskelprotz wie du, der auch noch Feuer aus seinem Genitalbereich speit, dann auch noch so weit springen kann? Ich fass es nicht. Okay, wenn er so ist, könnte man vielleicht über Magie nachdenken. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel so ein Seelenspeer an Schaden macht. Es kann aber nicht besonders viel gewesen sein, ehrlich gesagt. Oh, das war ein besonders langsamer Schlag, ne? Den wolltest du mich richtig auskosten lassen, du Bastard. Die Phase gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Wir werden beim nächsten Mal ausprobieren, wie viel Schaden ein Seelenspeer von uns macht. Auch wieder so ein langsamer Schlag, so ein richtiger Cheat-Schlag. Penner. Oh, das ist eine blöde... Gib mir deinen süßen Hintern. Wie viel Schaden? 200? Das ist okay. Das ist eigentlich okay. Das kann man machen. Oh Gott, er wankt. Er wankt, Freunde. Der Schmelzer-Dämon wankt. So do I. War das... What? Oh Gott, er wird richtig angry gerade. Aber gut, wenn ich in seiner Situation wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch ziemlich angry werden. Solange er kein Angry Bird wird. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Trink mal nochmal. Und da will ich jetzt mal bitte... Nein! Zurück. Take this! You motherfucking prick! Sag mir nicht, dass ich den jetzt beim First Try lege.
Oh Gott, das wäre so absolut episch. Das wäre so absolut episch. Und es... Shit on you, fucking Schmelzerdämon. Damit habe ich nicht gerechnet. Absolut nicht. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass ich bestimmt noch mindestens 2 Videos an dem sitze. Und das ist gerade mal ein halbes geworden. Das ist echt unfassbar. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wohin dieser Weg noch führt. Hinter dem Schmelzerdämon. Er hat uns 75.000 Seelen gegeben. Pharos-Maske. Die will ich mir einmal angucken. Wo haben wir die denn? Maske im Stile von Pharos-Vorrichtung. Aus den Augen der Maske strömen Tränen, die ihren Träger durchnässen. Oh mein Gott. So many feels. Die meisten von Pharos Kreationen verwirren vernunftbegabte Menschen. Und diese Maske ist keine Ausnahme. Feels bad, man. Okay. Fahren wir mal nach oben. Vielleicht kommen wir jetzt ja irgendwie in so eine versteckte Schatzkammer oder so. Kenne ich diesen Ort nicht. Ah, jetzt sind wir hier. Jetzt kommen wir wieder hier raus. Das ist natürlich wieder intelligent gemacht. Ja. Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet, dass wir mit diesem DLC, mit dem zweiten von Dark Souls 2, durch sind. Und dass wir einen großen Schritt gemacht haben zum Ende hin des Spiels. Das stimmt mich sehr fröhlich. Und ich will euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Das bedeutet mit anderen Worten, dass ich jetzt in diesem Video noch anfangen werde mit dem dritten DLC. Crown of the Ivory King. Wo kann man nochmal zu diesem DLC kommen? Ich glaube, da müssen wir zu diesem Wasserschrein. Der ist ja da bei Schloss Dranglake in der Nähe. Vitalität ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, ich gehe auf Vitalität. Ich habe das Gefühl, der Rest bringt mir nicht mehr sonderlich viel. Und wahrscheinlich bringt mir auch Vitalität an diesem Punkt des Spiels nicht sonderlich viel. Aber ich habe das Gefühl, ja, da passiert was, weil sich die Stats halt wirklich erhöhen. Und ansonsten tun sie das nicht mehr so wirklich. Das reicht nicht. Müssen wir vielleicht solch eine Seele nehmen? Das reicht, glaube ich, immer noch nicht, oder? Gucken wir mal nach. Doch, das reicht gerade so tatsächlich. Gut abgeschätzt. Oh, dass ich den eben geschafft habe, ey. Das stimmt mich so fröhlich. Das ist Wahnsinn, ey. Ich tauge halt doch zu was. So, überschattete Ruinen. Einer der Wege führte zu diesem Schrein des Wassers. Und ich glaube, von dort aus kommt man in den letzten DLC, Crown of the Ivory King. Haben wir da eigentlich einen Moment? Krone des alten Eisenkönigs und Krone des versunkenen Königs. Krone des alten Eisenkönigs, der König sank unter dem sengenden Eisen nieder, traf auf den Träger der verbotenen Namen und wurde zu stinkender Erde. Tja, cooles Ding auf jeden Fall. Sieht cool aus. Sieht wirklich cool aus. Ja, ich weiß natürlich nicht mehr, welcher Weg es war. Es könnte dieser Weg gewesen sein. Ich denke, es ist dieser Weg. Wir werden es gleich herausfinden. In ein paar Sekunden. Wenn wir um diese Biegung rumgehen.
Nee. Nee, das war, glaube ich, falsch. Dann war es doch die andere Seite. Hier ist das Königstor, genau. Das sich nicht geöffnet hat, weil wir natürlich den Ring des Königs Vendrick nicht umhaben. Woher will das Spiel das eigentlich so genau wissen? Es gibt noch andere Orte, wo ich diesen Ring angesteckt haben könnte. Wobei, bei Uldara Uchiha ist das natürlich unwahrscheinlich, denn immerhin ist sie eine Frau. Aber vielleicht war sie nicht immer Uldara Uchiha. Vielleicht ist sie erst zu Uldara Uchiha geworden. Vielleicht ist sie als Hans Uchiha geboren worden. Eine Seele in einem falschen Körper. Wow, kein Grund, mich auszupeitschen. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ja, ich weiß nicht, war das denn jetzt hier? Oder war das auch nicht hier? Wow, Special Tactics Division. Jo, Schrein des Winters. Hier sehen wir auch schon wieder diese Schrifttafeln. Verboten ist der Weg ins Reich des alten Königs. Ohne Spur von Wasser und Weg wird elender Versuchung widerstanden. Eindringlinge werden sich Ungemach stellen müssen, wie es sich eines Königs geziemt. Ilium Lois, das Land des Weißen Königs, ist ohne einen Hauch von Wärme in Todeskälte erstarrt. Das heißt, uns erwartet eine Eiswelt. Nach einer Welt im Untergrund, einer feurigen Welt, nun also eine Eiswelt. Ilium Lois. Wow. Erinnert mich ein bisschen an Dead Space 3. Das ist also die Burg in Ilium Lois. Die Burg des Old Ivory Kings. Ich denke doch mal, dass das deine Burg ist. Öffnen wir das Tor. Wieder sehr interessante Insignien auf dieser Tür. Haben wir da unten etwas? Nein. Das sieht auch wieder ziemlich episch aus, muss man sagen. Hier haben wir das erste Bonfire. Äußerer Wall heißt das hier. Und auch hier haben wir, wie im zweiten DLC, einmal ein Gebiet mit 5 Leuchtfeuern und einmal mit einem. Das wird wahrscheinlich wieder so ein optionales Gebiet sein. Kehrt um, sagt sie.